Machen wir weiter mit einer Meldung aus der spoilerfreien Zone. Und zwar ist Kosei Tamita, der japanische Sprecher von Hirokichi Suzuki, hier haben wir ihn wieder, leider verstorben. Und die Details dazu hat Johannes. Ja, und zwar ist er im Alter von 84 Jahren verstorben und das bereits Ende September. Ist dann allerdings erst, natürlich aus privaten Gründen und so, erst ein bisschen später, dann im Oktober, Anfang Oktober, veröffentlicht worden, an die Medien herangegeben, dass das der Fall ist, dass er gestorben ist, wie gesagt, an einem Schlaganfall. Die Trauerfeier und Zeremonien sind dann entsprechend schnell vonstatten gegangen. Wir kennen ihn alle aus von Chirokichi Suzuki, damit ihr das noch ein bisschen einordnen könnt. Ursprünglich wurde der ja von Ichiro Nagai gesprochen. Von diesem Auftritt mit dem, ich glaube, wundersamen Luftspaziergang 386 bis 725, ist dann damals an einer Herzkrankheit gestorben und dann hatte Kusei Tomita die Sprecherrolle übernommen, ab Episode 746 bis jetzt halt 984 und hat dann ab da das quasi übernommen, ab 2014 und dem dann seine Stimme geliehen und ist jetzt, wie gesagt, leider auch verstorben. Zum Nachfolgesprecher oder sowas ist, glaube ich, noch nichts bekannt. Ansonsten, dem deutschen Sprecher ist er natürlich eher nicht so geläufig. Er hatte noch damals Doraemon gesprochen, 1973 als erster. Das ist sicherlich noch ein Anime, der auch hier im deutschsprachigen Raum noch ein bisschen Bekanntheit hat. Dass er damals als erster der Hauptfigur seine Stimme geliehen hatte. Das war so eine ziemlich große Rolle. Ist auch mal im Laufe seines Lebens hat die ein oder andere Auszeichnung bekommen für seine Synchronsprecherrollen und wie gesagt, jetzt verstorben, Alter von 84 Jahren. Und müssen wir mal gucken, wie es weitergeht, wer die Sprecherrolle übernimmt, ob Chirokichi Suzuki noch weiter auftritt. Ich gehe mal davon aus, ja, dass die Rolle wieder neu besetzt werden muss. Und dann schauen wir mal, wer es macht.